Ja, was sind die Maker Days for Kids? Die Maker Days for Kids ist eine viertägige Veranstaltung in Bad Reichenhall, also im kleinen südöstlichen Zipfel von Bayern durchgeführt, veranstaltet vom Verein BIMS, zusammen mit der TU Graz, dem Schülerforschungszentrum Berchtesgadener Land, Salzburg Research. Und gefördert wurde das Ganze oder ermöglicht wurde das Ganze von der HIT-Stiftung. Die Maker Days sind eine offene Werkstatt für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Und das Besondere daran ist, dass wir nicht nur herkömmliche Werkzeuge benutzen und anbieten, wie Holzbearbeitungswerkzeuge oder eine Nähmaschine, sondern dass wir eben auch digitale Werkzeuge haben. Das heißt, bei uns stehen sehr viele Rechner herum, wir haben einen 3D-Drucker aufgebaut, wir haben einen Vinylcutter im Einsatz und bei uns laufen und fahren auch einige kleine Roboter herum. Und hinter mir fliegt, glaube ich, auch gerade ein Fisch. Ergänzend haben auch einige Firmen uns einfach Material gesponsert, ihre ausrangierten Pappkartons etc., dass hier auch einiges an Material vorhanden ist. Und die Idee ist eben, dass die Kinder nicht nur im Rahmen von Workshops irgendwie sich was aneignen können. Diese Unterstützung geben wir natürlich auch, zusammen mit Gleichaltrigen, die schon vielleicht ein bisschen Know-how haben. Sondern es geht vor allem darum, dass sie selber kreativ tätig sein dürfen, dass sie einfach in diesen vier Tagen, in den jeweiligen Stunden, vielleicht kleinere Kompetenzen aneignen und auch da kreativ was Neues erfinden. Hintergrund der Maker Days ist zum einen der Begriff Making, das heißt natürlich ganz einfach mal machen. Aber gerade im deutschsprachigen Raum, wenn ich über das Making spreche, meine ich eigentlich vor allem diese Bewegung, die sich mit dem Do-it-yourself im weitesten Sinne rund um kreatives, digitales Gestalten befasst. Zwei wichtige Sachen spielen da eine Rolle. Es ist zum einen die Idee der Makerspaces. Das sind praktisch Copyshops, die es ermöglichen, dass man mit USB-Sticks hinkommt und Daten ausdruckt, und zwar am 3D-Drucker oder am Lasercutter, sich was zurechtschneiden lässt. Also praktisch wie in einem Copyshop, wo man halt früher dann nur Papiersachen herstellen lassen konnte. Und auch die sogenannten Fab Labs, die quasi die gemeinnützige Variante der Makerspaces sind, zumindest im ursprünglichen Sinne, also wie die ersten quasi genannt wurden. Und die Fab Labs sind offene Werkstätten, in der Regel gemeinnützig, die dann auch gegen kleine Gebühren agieren, aber mindestens einen offenen Nachmittag anbieten müssen für die Öffentlichkeit. Fab Lab ist auch ein geschützter Begriff von Mitarbeitern des MITs. Und dieser Begriff des Making, also dieses digitale Gestalten, ist jetzt zum einen natürlich ganz interessant für Erwachsene. Da geht es sehr, sehr stark darum, auch Businessmodelle neu zu entwickeln. Man kann jetzt sehr einfach Prototypen gestalten, ausprobieren, ob ein Produkt so ausschaut, wie es ist, kann auch ganz neue Geschäftsideen da entwickeln. Aber es gibt quasi auch dann erst seit einigen Jahren Initiativen, diese tollen Tools natürlich auch mit Kindern einzusetzen. Und da wird es natürlich ganz spannend, aber man muss da auch ganz einfach sagen, es ist eigentlich nichts Neues. Es gibt sehr viele pädagogische Traditionen, in denen dieses Werken, dieses handwerkliche Tun, dieses Arbeiten mit konkreten Projekten elementar und wichtig ist. Maria Montessori ist so jemand, Jean Piaget ist so jemand, die einfach sagen, es ist wichtig, dass was gemacht wird. In Amerika ist hier einer der wichtigsten Vertreter wahrscheinlich John Dewey, der halt einfach gesagt hat, das Bauen von der Schule ist wesentlich und auch eine wichtige Tätigkeit, die Schüler erlebt haben sollen. Ja, und rund um Seymour Papert gibt es eben einige seiner Doktoranden und Nachfolger, Kollegen, die eben spannende Dinge machen, die versuchen, diese allgemeine Making-Komponenten zu nutzen, um hier für Kinder speziellere Tools, einfachere Tools, tolle Möglichkeiten zu geben, digitales Gestalten, kreatives Tun zu ermöglichen. Der Mitch Resnick ist zum Beispiel verantwortlich für die Programmierumgebung Scratch. Das ist eine relativ einfache, simple Online-Umgebung, die kostenfrei zugänglich ist, wo Kinder erstes einfaches Programmieren lernen und da ganz lustige Dinge machen können mit relativ wenig Aufwand. Und das Spannende ist eben, der Hintergrund ist, es geht eben nicht darum, dass Kinder programmieren lernen. Also er hat nicht kein Interesse oder nicht sein wesentliches Interesse ist nicht, dass sie MINT-Kompetenzen entwickeln, sondern er sagt, kleinere Kinder können die Welt gestalten, indem sie mit Sand spielen, mit Knete spielen. Für größere Kinder ist es wichtig, dass sie ihre Welt gestalten. Ihre Welt ist auch digital, also müssen sie zum Beispiel auch grundlegende Prinzipien kennen und nutzen können, um zum Beispiel digitale Bücher anzufertigen.
Ja, und der Mitch Resnick, der für Scratch verantwortlich ist, eben einer der Doktoranden von Simir Papert. Und Simir Papert ist erstaunlicherweise oder spannenderweise jetzt für mich Doktorand vom Jean-Paul Piaget. Und so praktisch spannt sich auch der Bogen. Also hier gibt es wirklich auch Verknüpfungen zu ganz grundlegenden pädagogischen Vorarbeiten und Prinzipien. Andere Wurzeln im deutschsprachigen Europa sind sicherlich auch erlebnispädagogische Einrichtungen, Abenteuerspielplätze. Da geht es auch ganz stark um dieses Tun. Also es gibt fernab von irgendwelchen MINT-Qualifizierungsprogrammen, Schülerforschungszentren und so weiter, aber auch eben auch schon etliche Jahre Erfahrung in der allgemeinen Jugendarbeit, wo eigentlich diese Werktätigkeit erprobt wird. Und jetzt eben erweitert durch digitale Werkzeuge und Tools. Zu dem Begriff Making, es gibt noch sehr wenige deutschsprachige Veröffentlichungen dazu oder auch Regeln, Absprachen, was wir jetzt genau darunter verstehen als deutschsprachige Community. Wir sind da quasi so in einer Konsolidierungsphase und es ist ja auch nicht so, dass da viele Leute mitmachen, die keine Ahnung haben, sondern sie haben sehr, sehr viele Leute, die eigentlich Making machen, das vielleicht zum Teil auch gar nicht wissen, weil sie zum Beispiel schon sehr lange mit Kindern programmieren und wir haben jetzt praktisch eine neue Überschrift, die das zusammenbringt, also doch recht ähnliche Erfahrungen, nämlich die Arbeit mit Kindern, mit digitalen Medien oder Technologien und die auf einmal sich austauschen können unter der Überschrift, die eben nicht nur die reine Vermittlung im Fokus haben, sondern einfach das kreative Gestalten. Dieser Kurs ist quasi auch ein erstes Angebot, hier ein bisschen Struktur reinzubringen und auch die Möglichkeit, hier Partner, potenzielle Player zusammenzubringen, ihre Expertise darstellen zu können, austauschen zu können. Ich vermute, dass, das ist meine persönliche Einschätzung, dass das Making in den nächsten Jahren noch ziemlich an Fahrt gewinnt. Erkennbar darin, dass zum Beispiel Obama im Weißen Haus schon ein FabLab hatte. Das ist ein guter Indikator. Auch Putin einige FabLabs gründen möchte und auch erste Makerspaces in Schulen gegründet sind. Also das heißt nicht nur reine handwerkliche Räume eingerichtet worden sind, wo Werktätigkeiten im einfachen Sinne gemacht werden, sondern wo es wirklich Labore gibt, wo auch Rechner rumstehen, wo vielleicht ein 3D-Drucker rumsteht. Also solche ersten Makerspaces gibt es eben schon und ich denke, dass hier einfach die Entwicklung so sein wird, dass wir das zunehmend erleben und auch einfach wichtig ist, also nicht nur für die Kinder, sondern auch für Lehrer und Pädagogen, für Sozialarbeiter, hier Erfahrungen zu haben und sich darüber austauschen zu können.